Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Battlefield 4 Multiplayer, heute auf Zafrod. Ich bin immer noch als Ingenieur unterwegs, wie letzte Folge denn auch schon am Ende. Ich will einfach mal ein bisschen Panzerknacker spielen. Muss mal gucken, ob ich das hier gescheit hinkrieg auf der Karte. Ist doch relativ hügelig. Zum Schießen ein bisschen blöd, aber wird schon gehen. Gerade irgendwie Frame-Einbrüche. Was ist das? Naja, wird schon laufen. Hier wird so. Oh, da kommt schon was. Anscheinend ist erst mit deiner Position feindlicher Panzerwagen im Einsatz. Zack. Eins. Ach, der ist schon down. Schade. T90. Okay, irgendwo von rechts ist ein T90 gekommen. Den kriege ich aber mit dem Ding natürlich nicht klein, glaube ich. Wie viel Schaden macht die denn eigentlich? Sieht man das? Oder machen die alle gleich? Ne, sieht man jetzt gar nicht. Schade. Die Landmine lasse ich mal dabei. Die ist eigentlich ganz gut auf der Karte. Hier kann man sie nämlich schön den ganzen Scheiß auf dem Boden verstecken. Weil man sieht hier eigentlich nicht viel, wo man rüberfährt. Also mal dahin. Also falls ihr euch wundert, warum ich die immer so auf einen Haufen lege. Hat einfach den Sinn, dass die Leute, die etwas schlechter sehen, Alter, und hoffentlich dementsprechend dann auch eher drüber fahren, ob ich die jetzt nebeneinander lege oder nicht. Schaden machen die ja gleich. Problem ist nur, wenn du die nebeneinander legst, sind sie viel auffälliger, weil symmetrische Form auf einer Straße drauf oder sogar auf hier auf so einem Waldweg fällt sofort auf. Also, wenn ihr Minen legt, tut euch einen Gefallen und legt sie gescheit hin. Und nebeneinander wäre in dem Fall nicht gescheit. Weil viel zu auffällig. Entweder sie werden sowieso einfach schon zerschossen, dann gibt ihr den anderen sogar noch Punkte. Oder fahren einfach drumrum. Eins. Bevor ich jetzt nachlade, gehe ich rüber auf die Glock. Und jetzt lade ich nach. Verdammt. Boah! Scheiße. Damit habe ich nicht gerechnet. Vor allem, ich habe ganz vergessen, dass das nur blöde Holzwände sind, diese grünen Dinger. Zwischendrin sind zwar Stahlträger, aber der Großteil sind doch dann leider nur Sperrholzplatten. Die halten natürlich kein schweres MG ab. Oh. Bleib stehen. Rückwärts. Tu mir den Gefallen. Oh, du bist so doof. Nein! Ach komm! Warum ist er nicht noch ein Stück gefahren? Sack Gesicht! Na gut, dann nehme ich den halt mit. Ist zwar schon gut was angefetzt, aber einen Heli abzuschießen wird es wohl noch reichen, hoffe ich. Deswegen, ich bleibe jetzt erstmal kurz einen Moment im Hintergrund. Gut, da hinten haben wir eine Stalinorgel stehen. Na gut, sind ja keine echten Standorgel hier, aber das ist, was ich meine.
So, jetzt muss ich nur noch den Heli Ausschau halten. Der brennt's ja. Ah, da. Warum Kontrolle? Habe ich hier gerade was verteidigt oder so? Wo sind sie? Scheiß drauf, ich fahre einfach mal hinten durch. Hoffnung, dass mich keiner sieht. Ich fahre mal zu A direkt. Wir kontrollieren jetzt Einsatz 10 Bravo. Das ist für uns. Darf ich nicht abschießen? Tag! Bleib stehen! Oh mein Gott. Ich glaube, der hat mir ein Ei gelegt. Ne, hat er nicht. Keine Ahnung, warum er ist nicht weitergefahren. Kann mir nur recht sein. Gut, hier muss irgendwo noch ein Feind sein, sonst würde ich das erobern können. Komm schon, lass mich hier rein. Scheiße. Ah, na gut, ich hab's aber auch herausgefordert. Stat ist gar nicht gut. B wird gerade zurückerobert von dem Bösen. Vergiss es, Junge, ich hab dich doch ganz genau gesehen. Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzziel Bravo verloren. Das sind meine Jungs. Ich würde mich jetzt auch einfach da drin verstecken in der Bude, aber. Was habe ich davon? Muss doch noch irgendwo ein Gegner sein, oder? Herr, Einsatzziel Bravo ist jetzt unter unserer Kontrolle. Achtung, Einsatzziel Charlie ist verloren. Ich glaube nicht, dass ich hier alleine bin. Okay, Heli. Scheiße. Das komische Fenster geht nicht ab. Was ist das denn? Das ist ein Fahrzeug. Da war auf jeden Fall ein Fahrzeug. Oh mein Gott! Lass mich halt raus. Verdammt! Auf was habe ich da gerade geschossen und warum habe ich da keinen Treffer angezeigt bekommen? Ich bin verwirrt. Aber wir verteidigen es immer noch. Wir halten. Genau südlich deiner aktuellen Position gesichtet. Das hört sich eindeutig nach einer Luftabwehr an. Wo ist er? Einsatzziel Alpha wurde neutralisiert. Da. Scheiße. Da hat mich jemand ankriechen sehen. Ankriechen kommen sehen. Komisch. Hab gedacht, ich wäre unsichtbar. Na gut. Gehen wir hier lang. Hier gibt's 100 Pro ein bisschen Action. Aber es ruckelt schon wieder. Was ist denn heute los? Schade. Hätte was werden können. Ich geh außen rum. Wobei. Scheiße. Ach Mensch, ich sehe die einfach nicht. Ich bin blind. Habe ich eigentlich mal was für das Ding freigeschaltet? Immer noch nicht. Nerv.
Könnte auch einfach mal einen anderen nehmen. Ja, komm, ich nehme doch mal die hier. Prisma-Visier drauf. Mündungsbremse. Ja gut, und schon mal Griff. Passt. Ich glaube, das habe ich alles nur durch irgendwelche Päckchen freigeschaltet. Aber apropos Päckchen, fällt mir gerade so auf. Ich mache mal kurz hier so einen Boost an. 50% Boost für eine Stunde. Werde zwar nicht noch so lange aufnehmen, aber auf jeden Fall noch so lange spielen. Ich habe gerade einfach ein bisschen Lust zu zocken. Im Moment leider viel, viel zu wenig Zeit dafür. Arbeit. Alter, was ist das denn? Arbeit lässt es momentan leider nicht so wirklich zu, dass ich mal intensiv zocke. Es nervt mich ehrlich gesagt sogar ein bisschen. Arbeit ist ja schön und gut und ein bisschen Geld, aber Freizeit ist mir dann doch natürlich wichtiger. Sollte eigentlich bei jedem so sein. Außer man hat halt sein Hobby zum Beruf gemacht, aber das ist es bei mir nicht. Keiner zu Hause. Ne, keiner zu Hause. Und das, was der hier gerade anstellt, finde ich ziemlich blöd. Kann ja sein, dass wir die Deckung da oben mal brauchen. Naja. Soll er ruhig machen. Wenn ihm langweilig ist. Treffer. Treffer. Uhuhu. Ist doch bestimmt irgendwo jemand. Irgendwo da unten wahrscheinlich. Würde mich wundern, wenn da keiner mehr drin sitzt. Granaten habe ich leider keine mehr. Also muss ich mich so umschauen gehen. Was haben wir denn hier? Zack. Granatwerfer. Warum nicht? Nein! Von was wurde ich da... Oh nein, ich habe mich selbst gekillt. Super ärgerlich. Jetzt hatte ich mal eine geile Waffe in der Hand. Und weg war sie. Wo liegt die? Liegt die noch irgendwo? Nee, natürlich nicht. Gleich mal nach oben raus. Wir haben Einsatzziel Charlie neutralisiert. Wo ist er? Alter, war das knapp. Ein Glück habe ich ihn zuerst getötet. Weil dann kann der halt nicht mehr gescheit zielen. Shit. So wie eben passiert. Jetzt muss ich mal kurz gucken, welche Waffe ist denn besser. Die AK-5. Ne, die hier ist eigentlich besser. Wobei, komm, durch was kommt denn das jetzt? Die AK-5 ist viel besser. Nö, dann behalte ich die erstmal. Warum wird hier gerade gecatchert und warum steht ihr da nutzlos umher? Shit. Gut, jetzt weiß ich aber, wo er steht. Kann ich mich gleich drum kümmern. Wo sind sie denn? Scheiße. Tot. Gut. Kümmere ich mich um da hinten. Laservisier aus. Ich schlag mich mal zu B durch.
als letzte Amtshandlung. Hier dem Pfad zu folgen ist eigentlich ziemlich doof, weil, wie es halt so ist, der Mensch würde so einem Pfad folgen. Wo schießt's da? Ah! Naja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!